Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 im Me in the Country Life Projekt 2. Jo. Dann würde ich sagen, legen wir los. Da sind wir beim Dreschen stehen geblieben. So, dann machen wir das abdanken. Oder abbunkern, wie es richtig krass. Und ja. Dann fangen wir mal an, da weiter zu machen. Jo, ich hoffe, es hat euch die letzte Folge gefallen und jo, das freut mich, damit ihr mich so unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür und jo. Der Link zum Herrn Kollegen ist in der Infobox, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, das andere habe ich schon überlegt, da müssen wir von Aufe ohne Schneidwerk fahren oder halt nur ohne Dreschen, nur so fahren und dann beim Arbeitfahren dreschen. Sonst geht das nicht, sonst komme ich da nicht auf. Das hängt am Schneidwerk, nicht am Fahrzeug, also am Dreschen. Das müssen wir auch so machen. Jo, ernten.
und wegen Tankstelle, da haben wir, glaube ich, keinen auf dem Hof, aber das wäre eine gute Überlegung. Ich muss einmal den Ludwig fragen. Jetzt sollen wir aber auch einfach mal abbrechen, das Wetter. Ja, das ist ein Wetter. Oh, ich muss kurz einmal den Herrn Asinger anrufen. Ring, 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 ring. Ja, Asinger Landmaschinenhandel, guten Tag. Ja, grüß Gott, der Kleiner ist da. Sie haben gesagt, ich soll anrufen. Ja, und zwar, da kam ein schwarzer Audi zu mir, der in zwei Hälften war. Und mir wurde gesagt, dass sie die Rechnung bezahlen müssen. Das muss ich noch klären. Okay, ja, ich will einfach nur mein Geld. Ist mir wurscht, wer das zahlt. Ich will 15.000 Euro. Wie viel? 15.000. Das heißt, war von 10.000 die Rede, aber ja, sag mal nichts. Moment, ich muss nur mal kurz auf meine Liste schauen. Achso, ne, jetzt habe ich das mit dem Fan verwechselt. Ja, sie haben recht, 10.000. Ja, das muss ich noch abklären. Aber ja, ich werde es Ihnen sonst zahlen. Kein Stress. Ja, gut. Passt. Sonst also, noch? Tschüss. Wie geht's Ihnen sonst so? Ja, gut, Ihnen? Ja, ich bin da gerade am Feld ernten. Jetzt hab ich mir gedacht, jetzt kann ich Sie da ein bisschen um Unterhaltung bitten, aber wenn Sie gleich auflegen wollen, dann bitte. Ja, ich kann es gleich einmal zurückrufen, aber ich muss mir kurz was erleben. Jo, machen Sie das. Ja, gut, tschüss. Tschüss. So. Mal Ludwig anrufen. Grüß Gott. Hallo. Alter. Ah, hallo. Guten Tag. Ich bin den Herbert Ludwig. Na, Sie haben den Herrn Kleinert am Apparat. Ach, den Praktikanten. Ich wollte aber eigentlich den Chef. Der ist gerade nicht in der Nähe. Wie, der ist nicht in der Nähe? Der ist bei mir nicht in der Nähe. Er hat gesagt, er fährt... Vor allem hängt er hier irgendwo im... irgendwo in der Laterne rum. Der ist so ein Schwanern, Alter.
Ja, er hat gesagt, er fährt zu Ihnen. Herbert, ja, da steht er hier vor mir. Uff, was ist denn los? Oh, schrei mich doch nicht so an, Junge. Was ist los? Ich hab leicht gesehen, dass sie eine BGA oben bei sich haben. Ja, das haben sie richtig gesehen. Kaufen sie den Arsch an? Natürlich, also Geld spielt keine Rolex. Echt? Na doch, also schon irgendwie. Kontostand ist nicht so gut. Glaube ich dir, bei den Praktikanten. Haben sie den nicht noch an der Leitung? Nee, hab ich nicht. nee, kaufen Sie jetzt Silage an? Ich kaufe natürlich Silage an, ja. Okay, weil ich würde das alles ins Fahrsilo fahren, dann am nächsten Tag würde ich schon verkaufen gerne. Ah ja, nach einem Tag gerne. Ich weiß ja nicht, ob ich das als Silage nehmen kann. Das ist super Silage. Guck dir mal das Gras hier an, Alter. Riechst du den Geruch? Ich hab schon die Chemie gerochen, ne? Ja. Wie läuft's denn? So, ich hab gesehen, Mähwerk lief gut, hä? Und ich war da auch. Mähwerk lief gut, hä? Ja, haben fast das gleiche wie ich tatsächlich. Ja, hab ich auch gesehen. Komisch. Irgendwie kauft ihr alle das Zeug, was ich hab. Na, vielleicht war es ja auch andersrum. Naja. Nein. Digga. Hab ich nicht so einen komischen Marcel Ferguson hier wie du. Das ist die neue Generation, du. Ja, aber ich hab schon ein Angebot für einen Fans 700. Darf ich mal Probe sitzen? Wo sitze ich mal rein? Ist Massagesitz. Ja. Ui, sogar hier glänzendes Lenkrad, ne? Ja. Ja, Mensch. Leider, das habe ich mein Beifahrersitz voll mit Meckes-Tüten. Ja, sehe ich. Hallo, ich habe Hunger. Ansonsten würde ich mich daneben. Und Bulldosen könntest du vielleicht auch mal wegmachen. Psst, das darf keiner wissen. Ich trinke normalerweise kein Energy. Aha, okay. Aber wenn es spät wird, weißt du ja, da brauchen wir mal was zum Boosten. Ja, verstehe ich natürlich. Nee, aber passt ja. Ideal. Ja, dann machen wir weiter, hä? Ja, machen wir weiter. Ja. So. Herr Kleinert? Ja? Sorry, ich musste kurz noch mit seinem Vorgesetzten schwätzen. Wie läuft denn die Ernte da oben? Gut. Ich dachte, du wolltest ohnehin kommen. Auf einmal dein Chef? Ja, er hat gesagt, ich soll da ernten, er macht das. Okay. Ja, ist auch nicht schlimm. Perfekt. Ja, dann kannst du eigentlich mit dem Drescher direkt zu mir kommen, auf mein Feld, und kannst direkt kostenlos ernten. Spaß. Ah ja. Nee, alles gut. Ja, dann noch frohes Schaffen. Danke. Ja, bis dann. Ciao. Kleinart? Ja? Machen Sie kurz einen Cut rein? Ja. Mikrofon hat's da noch nicht. Ey, was ist das für eine Bambusleitung? Wahnsinn. Wie ein schöner Cut.
Synchronisiert bei Ihnen gerade auch der Traktor die Daten mit anderen Traktoren? Ja. Ja. Wie lange braucht das Diagnosegerät, um auszulesen? Ich bring mal kurz meine Flasche weg. Ah, jetzt funktioniert es ja wieder. Der hat ein bisschen zu wenig Gewicht auf der Hinterachse, kommt mir vor. Der Drescher. So, dann werden wir nochmal fertig eingehen. Das geht sich sonst nicht aus wegen der Geschwindigkeit. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gern ein Abo und ein Like da und dann schaut gern zur nächsten Folge vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.